Schnell entfernen wir die Kennzeichen und werden den Kennzeichenhalter runtergeben und das Kennzeichen, nehmen wir die Schrauben, ankleben. Was machen wir? Runter mit den Schrauben. Einmal. Zweimal. So, schauen die aus, die Schrauben. Und schönen Plastik rausgezogen. Dann wird das Ganze geputzt. Dazu nehmen wir einen Lackreiniger. Rex hat 1 Euro gekostet Anfang des Jahrtausends. Schön, schütteln wir das Ganze. Zuerst noch mit einem Tuch das Ganze grob abputzen. Geht nicht viel runter, dann brauchen wir schon den Lackreiniger. Den werden wir auf einen Schwamm applizieren. So, vorsichtig. Schwamm. Mal ein bisschen mehr Lackreiniger. So, dann das Ganze. Handschuhe tragen nicht vergessen. Einmal einmassieren. Kreisförmig. Kurz einwirken lassen, idealerweise. Machen wir in diesem Falle nicht. Und dann mit dem Papier abziehen. Sachen haben wir schon. Verlinkte Probleme. Ganz wichtig ist, dass wir das fettfrei dann applizieren. Das heißt, mit einem WD-40 Reinigungsbenzin das Ganze sauber machen. Und dann hinten mit einem doppelseitigen Klebeband das Ganze ankleben. So schaut das dann aus.